vorgestellt. Graveyard Keeper, Breaking Dead und Stranger Things, die Folge Nummer 5. Ja, gehen wir mal rein hier wieder in unserem Spielstand. Letztes Mal hatten wir ja noch den Keller besucht. Schauen wir mal. Wir kommen aber wieder am Bett raus, weil das ja da der Speicherpunkt ist. So, da ist aber auch keiner jetzt gekommen. Und dann gehen wir jetzt nochmal in den Keller, die hier unten in der Falltür ja war. So, und dann hatten wir hier unten ja noch ein bisschen was getan. Da gab es jetzt nur die Points für. Da gibt es Nägel. Da gibt es noch einen Flitsch. Da gibt es die Points. Nur die Points. Da gab es Nägel. Nochmal Nägel? Ne, Simple Iron Parts. Oh, die braucht man ganz dringend, ne? Nochmal Nägel, cool. Und da drüben. Nochmal Simple Iron Parts. Das ist jetzt hier Mehl. Oder was? Kriegen wir nicht aufgehoben. Das ist doof. Ist unser Inventar voll? Das nicht klappt tatsächlich. Jetzt die Frage. Da kommen wir ja oben, ne? Das Fleisch behalten wir mal. Ja, das war erstmal gut, ne? So. Wenn wir schon dabei sind, machen wir das auch noch. Nehmen wir das auch noch mit, das Mehl. Achso, hier oben ist auch noch einmal. Gut, haben wir das. Mehl eingesammelt. Ist hier noch eine Kiste? Oh, hier ist noch eine. Leider gab es da nur Points für. Okay, da bräuchte man das, aber das wollen wir jetzt auch gar nicht haben unbedingt. Lass uns mal hochgehen und gucken, wir brauchen ja irgendwo jetzt, um die Nägel herzustellen. War dann Amboss, ne, oder? Hier brauchen wir nichts. Oder hier geht nichts. Oh, hier können wir kochen, okay. Aber das können wir alles noch nicht machen hier, ne? Und da gibt es dann Energie wieder, wenn wir kochen. Okay, das ist also schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns da noch vornehmen müssen. So, war das hier, wo das mit dem Dingens war? Wooden Anvil. Und den können wir dann hier hin machen. Stopp, den haben wir da schon, oder was? Escape. Ist das ein Wooden Anvil dann hier, oder was? Wooden Anvil haben wir schon geschafft, okay. Nägel 8. Da brauchen wir Barren für. Okay. Was war in der Forge da? Kriegen wir die Teile. Ach Gott, da brauchen wir 10 Stück von. Metal Scrap oder Iron Ore. Aber wo gibt's Iron Ore, ne? Fuel, das wollten wir alles nicht haben dann. Schmiedewunden, Timber Stockpile. Seahorse, Increase hier und hier Stone Stockpile. Das ist alles nicht das, was wir brauchten. Was war denn unser Ding, was wir haben wollten noch? Hier sind nur Gartenklamotten, die es aber noch nicht gibt. Ja, wir wollen hier Feuer machen, ne? Crafted a Furnace, Furnace 2 und Furnace 3. So, das müssen wir hier.
Crafted Stonecutter. Stonecutter 2. Metal Scrap. Das muss man finden. Stonecutter. Stonecutter? Hatten wir da nicht schon mal irgendwas mit dem Stones? Map. Ritual. War da nicht irgendwo ein Steinbruch hier irgendwo? Irgendwo war ein Steinbruch. Garden Properties sind für. Achso, das ist das mit Hordrak. Okay, den haben wir aber auch schon gesprochen, ne? Leaf. Und. Hier gibt's Pilze. Ja. Ritual. War das hier lang mit dem Dingens? Da geht nix. Hier gibt's Blumen. An der Steinbruch hier drüber? Nicht wirklich, oder? Hier ist der Steinbruch. Brauchen wir wahrscheinlich irgendwelche Schürfrechte hier oder sowas, ne? Ich würde doch nur Iron Ore haben wollen. The door is closed until I have 80 happiness with engineer. Da geht überall nix. Ein Bienending. Kommen wir da vorbei, ja. Da geht auch nichts. Was ist hier oben? Gibt es hier oben was? Kann man sehr schön hochlaufen, ne? Und dann sind wir am Ende der Welt. Achso, hier steht, dass man hier nicht ernten darf, ne? So, da gibt es irgendein Kraut, Red Flowers, die brauchen wir ja auch mal irgendwie. Hier darf man nicht Bäume fällen. Weil das seine Konzession hier ist. Bring him an Iron Axe, okay. Also lief da. Ja, jetzt lass mal gerade nochmal unser Dingens gucken. Ne, das nicht. Tab ist es. Na und NPCs und die Aufgaben. Bring a skull from the dead body. Den habe ich noch nicht wiedergefunden. Den Skull habe ich natürlich jetzt in den Keller gelegt, ne? Den haben wir da. Bios Reach 5 at Graveyard. Farmer's Son. Bring 4 Silver Star Fish Fillets. Okay. Moss. Paper. Honey Pots. Stamp and Sell. Find a Stamp. Talk with a Merchant. Iron Axe und die anderen, hier oben ist noch was. Demonstrate that you are worth talking to. Meet me on any... on which hill? Keine Ahnung, was das ist. Get a bottle of wine. Ja, aber Wein haben wir nicht, ne, oder? Da kommen wir irgendwie jetzt gerade nicht weiter, ne? Was da? Kommt da hin? Keine Ahnung.
Okay. Soft Spares, ja, super. Was können wir denn noch was machen? Hier geht noch zwar Improvement. Blueprint Trunk. Blueprint Garden Bed with Sticks. Blueprint Place for the Berry Bush und Apple Tree. Create Honig Gathering Bees Wax. Okay. Hier oben geht auch noch was. Create Peat. Ah, das brauchen wir dann noch. Irgendwo. Ich glaube, dann sollten wir das nehmen, weil da können wir die Beete mit verschönern, ne? Die Gräber, nicht Beete. Create Shovel, Pickaxe und Axe. Axt. Schaufel, Spitzhacke und Ball Axt. Und hier unten gibt's Glas. Gucken wir erst gerade weiter. Firewood. Wood. Stone. Stone Repair Kit. Coal can be extracted from coal mines in the mountain. Und das hier ist Gathering Iron Ore. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann... Essen ist klar, aber dann sind wir hier noch. Ne, hier war's. Und das geht jetzt dann nicht mehr. Da brauchen wir 20 von den roten. Crafted Extract Fat. Blut und Fett kriegen wir dann da noch raus. Keine Ahnung, was uns das bringt. Aber ich glaube, wir machen erstmal hier die Dingens hier. Wo ist es jetzt? Hier drauf nochmal sparen. 10 und 5 Great Firewood Craft Wood Wedge. Ja, sparen wir erstmal noch auf. Da wir aber das jetzt konnten und ich der Meinung war, dass hier irgendwo noch der Dingens ist, der Steinbruch, gehen wir doch da mal gerade hin und gucken, ob wir da jetzt was reißen können. Ah, da schau her, wer da ist. Hi, I'm Corey. I'm the graveyard keeper, nice to meet you. If you need some stone materials, I'll be happy to help you. For wooden materials, you can visit my brother Tress. They're definitely brothers. Trade. A piece of stone können wir bei ihm auch kaufen. Ich will ja dieses Ohr haben. Das bringt mir also nichts gerade. Kann ich denn hier irgendwie jetzt was kriegen, dadurch, dass ich den Blueprint habe? Wohl nicht, ne? Ja, das ist doof. Das hat mir jetzt nicht so wirklich was gebracht, oder? Da muss ich gerade was ausrüsten und dann geht das erst. Aber habe ich hier ausgerüstet, oder? Study not complete. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie das gehen soll. Aber wir gehen mal weiter zu unserer Möglichkeit. Oh, hier gibt's Bienen. Kann er mir da helfen? Trade. Honey. Kann ich doch kaufen, oder? 30 Cent, aber wir haben nix. Wir haben nix. Okay. Dann geht das noch nicht. Yes, weg damit.
wir Pen and Paper haben. Trade. Wenn ich die jetzt alle verkaufe, kriege ich 4,50 dafür. Zack, weg. Viel Geld, ne? Gibt's hier schon Wein? Nö. Aber ich habe jetzt Geld. Have a stamp. Talk with the merchant on. Ach so, lief. Hm, alles klar. Dead Hole. Wer ist denn das? Captain? Dem kann man nicht sprechen. Miss Shane? Kann man nicht sprechen. Wagner. Also hier raus. Der ist niemand. Da unten ist noch jemand. Das ist der Merchant. Hey, greeting villager. Hick. If you have any capacity, Hick, where I can offer you a much things testing rare. I'm apologized, but I'm not buying any of your Sheik stuff unless it's something irregular. I doubt you can find some Hick things like that here. Actually, I'm new here. Everybody thinks I'm the keeper at the local graveyard. But I'm from another world and I need to go back. I understand you all too well. This world is not mine, Hick, either. Oh, thank God. Okay. Mine is a world of grandeur, Hick, the places of the town. But I'm not so lucky to be highborn, so I have to earn Hick my coins here, in this onion potato hell. Scare him to talk to him about the garden trade. Talk to him about the garden. Horrid gave me permission to use the garden near the church. I need to discuss the terms of use with you. Oh, I had to totally forgot about that dead white. It's cost me so little. But of course it was so many years ago, and due to inflation and the good soil, why now it's quite a valuable commodity. Let me see, how about 10 gold oder was sind das? Okay, haben wir nicht zusammen. That's too much. Oh, that's too much. Okay, about 5. Too much. I'm short on money. Maybe we can discuss some kind of barter. I see you're a poor man who wants to earn a little money by growing crops. We can discuss the terms of your rent, but first let's see how good a farmer you are. Let's make a deal. You deliver a batch of carrots, cabbages and beets. Then I see you as a serious business partner and we'll make a long-term deal that's profitable for both parties. What do you say? Deal. As soon as I have my first harvest, I'll bring it to you. New task. You want 12 carrots, 12 cabbages and 12 beets for testing. One more thing, if you have the time, I'd like to ask you for a small favor. My friend, I like delicious food, but lately I've been having stomach problems. After a good dinner, I get hiccups. It's drive me bad. Mad. A friend of mine from the wine club told me he hiccups grass can help. I believe there's plenty of it in the swamp. I'd be very grateful if you could bring me some. Sorry, I'll look around for some. Haben wir noch nicht, das müssen wir noch sammeln. Gut, trade. Was kriegen wir denn bei ihm zum Handeln? Grapeseed? Grapeseed, Royal Fish, Grapeseed, okay, das ist alles nicht, was wir brauchen. Aber wir können jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir das Zeug zusammenkriegen im Swamp. Der wäre bei uns um die Ecke. Gehen wir da mal schnell hin. Sollten wir hinkriegen, oder? Hinter dem Hexenhügel muss irgendwo das Gras sein.
Kann ich jetzt hier was anpflanzen oder nicht? Das ist die Frage, ne? Empty Garden Bed, Compost Heap. Aha, da brauchen wir noch einen. Ne, das haben wir schon. Compost Heap, das machen wir doch mal dahin. Empty Garden Bed ist da. Machen wir erstmal Dreier dahin. Fertig. So. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? F. Da gab es Punkte für, okay. Pick a resource to use. Haben wir nicht, okay. Na dann. F. Jetzt kramen wir das erstmal um. Und dann pflanzen wir was. Da haben wir nichts zum Pflanzen, alles klar. Erstmal die Beete machen, ne? So, das hat schon geklappt. Jetzt müssten wir mal schauen, ob es hier was Neues gibt. Ne. Okay. Aber wir brauchen dieses Gras, das es hier im Sumpf gibt. Okay. Ich glaube, da müssen wir mal gucken, dass wir dieses Vieh da erst angreifen, ne? Ich weiß nicht, wie es geht. Wir waren kämpfen, keine Ahnung. Leertaste? Ah, Leertaste, okay. Batwing haben wir dann gekriegt, alles klar. Was steht da drauf? Riversand und Piece of Stone, okay. Ich weiß aber nicht, was wir denn da craften. Naja. Was ist das? Holz oder was gibt's da? Okay, zwei Hölzer. Dann bringen wir das erstmal nach Hause. Gesundheit ist jetzt ein bisschen down, ne? Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier was finden. Ist auch nicht, hier ist Eisen. Tatsächlich. Im Sumpf geht alles, ne? Das können wir noch nicht. Auf jeden Fall nehmen wir das noch mit. Wenn wir es noch schaffen, dann geht sogar. Kein Platz mehr. Haben wir doch mitgenommen, okay. Sehr interessant war das gerade. Das geht nicht. Hier gibt es noch mehr von dem Zeug. Ich hätte jetzt gern die Pflanze noch gehabt, die ich brauche. So ein bisschen Wammel, dass da noch irgendwer Böses kommt. Das waren Steine, okay. Na, da oben fängt der richtige Sumpf erst an, ne? There's no way to remove it. Ja, das ist natürlich krass, ne? Ja, aber das ist dann geklärt mit Eisen.
Dann haben wir erstmal genug Eisen, oder? Dafür brauchen wir Technologie, okay. Aber ich glaube, wir gehen erstmal runter. Und schauen zu, dass wir hier diesem Zeug entgegenkommen, ausweichen. Ich sehe jetzt auch nicht, wo hier der Weg ist. Okay, da geht's so weiter. Gleich hinterm Haus, ne? Schon krass. So, da haben wir jetzt genug von. Machen wir das erst, oder? Ist das jetzt da drin? Wohl nicht. Oh, da brauchen wir richtig viel von dem Roten. Das ist das, oder? Wahrscheinlich, okay. Vom Firewood. Da kann man nichts vom Firewood machen. Kann man da Firewood machen? Wooden Marker. Den können wir jetzt bauen. Okay, aber ist jetzt vielleicht nicht gerade so gut, das zu tun, weil ich gerade noch keine Nägel machen kann. Oh, da ist nur noch 6% dran. Na dann wollen wir da mal schnell dran arbeiten, oder? Hab ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass das da war. Ach so, die ist schon fertig. Okay, die müssen wir irgendwo verbrennen. Hier unten war aber nichts, ne? Okay, das funktioniert noch nicht. Ah, hier ist ein Ofen. Da brauchen wir noch 2 Scrap für. Da reicht's, da brauchen wir einen Flitsch. Prepare the desk. Was hat er noch was zu sagen hier? Give me wine. Haben wir nicht. Okay. See you later, alligator. Ein Flitsch brauchen wir. Kriegt ich das hier gemacht? Nee, ne? Doch. Sechs steht da. So, dann muss ich jetzt hier. Ne, 6 reichen mir erstmal. Dann craften wir das. Oder worken wir das, nicht craften, ne? So, dann sind wir fertig mit dem. Das heißt, wir müssen wieder schlafen gehen. Kriegen wir irgendwas zu essen gemacht? Ich glaube nicht, ne? Oder? Da geht nix. Ich weiß nicht, was das Rote ist. Achso, hier können wir noch was machen. Da brauchen wir Wasser. Craft at Hand Mixer. Wie komme ich denn da dran? Da, Teig oder was ist das? Da brauche ich Wasser. Crafted a Hand Mixer. Habe ich nicht irgendwo schon Wasser gehabt? F. Ach so, komme ich auch nicht dran, ne? Ja, da müssen wir eine Runde schlafen. Und das bedeutet, eine Runde schlafen bedeutet, wir machen auch wieder eine Pause. Ja, das ist
Ah, wir kriegen auch Gesundheit wieder zurück. Das ist ja auch schön. Dann sind wir wieder fit. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir in der nächsten Runde dann da dran kommen. Vielleicht kriegen wir das mit dem Wasser dann erstmal geklärt noch. Ja, er ist auf jeden Fall wieder gesund und dann müssen wir schauen, ne? Im Schrank geht nichts, aber hier haben wir da noch was reingetan. Ne, haben wir nicht. Ja, müssen wir gucken. Dann würde ich jetzt mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare, herzlich willkommen. Und des Weiteren teilt die Videos auf all euren Kanälen. Alles klar, bis dann. Tschüss.